Guten Tag, meine Damen und Herren. Dann seien Sie erneut gegrüßt zu einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Meine Frau und ich sind gerade aus Oregon zurückgekehrt, wo wir eine Kirchenversammlung unserer Kirche besucht haben. Wir sind zuvor in Colorado gewesen, ebenfalls, um dort Kirchenmitglieder zu besuchen. Und wir werden jetzt innerhalb der nächsten 2 Wochen bereits nach Deutschland kommen. Wir haben mittlerweile es ermöglicht, Räume zu finden, wo wir uns versammeln können. Und einige haben mir ja auch geschrieben von Ihnen, die gerne sich taufen lassen möchten. Wie ich gesagt habe, bedarf es dazu natürlich zunächst einmal intensiver Taufgespräche zwischen den potenziellen Täuflingen und uns. Aber ich möchte Sie noch einmal bitten, alle diejenigen, die kommen wollen, mir noch einmal gesondert eine kurze Nachricht zu hinterlassen, eine kurze E-Mail zu schreiben, braucht bloß ein Satz zu sein, damit wir niemanden übergehen, weil ich möchte dann alle, die Interesse gezeigt haben, noch einmal gesondert anschreiben und ihnen die Daten mitgeben, wann wir uns genau wo treffen werden. Heute möchte ich auf ein Thema eingehen, das ich glaube, die meisten von Ihnen interessieren dürfte. Die Frage nämlich, was man tun soll, wenn man entmutigt ist. Entmutigung ist ja etwas, was wir alle hin und wieder erleben. Das Problem ist, wie man darauf reagiert. Im Buch der Sprüche heißt es, dass der Gerechte 7-mal fällt, aber wieder aufsteht. Aber der Gottlose fällt und wird zerschmettert. Sie finden dies in Sprüche 24 und Vers 16, eine Stelle, die ich jetzt nicht aufschlagen will. Aber wir haben also die Ermutigung, dass wir, wenn wir fallen, wenn wir straucheln, uns wieder aus dem Dreck sozusagen herausarbeiten können mit Gottes Hilfe. Ich möchte heute auf eine Person eingehen, bei der das der Fall war, auch wenn vielleicht die meisten gar nicht darüber nachgedacht haben. Ich möchte heute über Markus sprechen. Derjenige, der ja das Evangelium des Markus oder den Evangeliumsbericht des Markus hinterlassen hat. Und die Bibel sagt uns sehr viel über diesen Markus und deutet auch an, dass er durch eine Phase ging, die, wenn sie anders verlaufen wäre, sehr negative Auswirkungen gehabt hätte für uns alle heute. Schauen wir uns ein wenig an, was die Bibel über Markus sagt. Im 1. Petrusbrief, im 5. Kapitel, in Vers 13, sagt Petrus Folgendes über diesen Markus. Es heißt hier 1. Petrus, Kapitel 5 und Vers 13, es grüßt euch aus Babylon die Gemeinde, die mit euch auserwählt ist, und mein Sohn Markus. Also wir sehen hier, dass Petrus eine sehr intensive Beziehung hatte zu Markus und ihn sogar seinen Sohn nennt. Er war zwar nicht sein leiblicher Sohn, aber im geistlichen Sinne, wie zum Beispiel ja auch Paulus hin und wieder von Timotheus als von seinem Sohn spricht. Markus war der römische Name dieser Person, von der wir heute sprechen wollen. Sein hebräischer Name war Johannes. Und so finden wir hin und wieder die Bezeichnung Johannes Markus oder Markus Johannes, hin und wieder nur Johannes, hin und wieder nur Markus. Aber wir müssen verstehen, dass es sich um die gleiche Person handelt. Dieser Markus war in der frühen neutestamentlichen Kirche in Jerusalem sehr bekannt. Schauen wir uns einmal eine interessante Stelle an, in der Apostelgeschichte im 12. Kapitel. Apostelgeschichte, Kapitel 12. Wir lesen hier über Petrus, der, nachdem Jakobus ermordet wurde, ins Gefängnis gesetzt wurde. Und dann kam ja der Engel, wie wir wissen, und hat den Petrus aus dem Gefängnis befreit. Und zunächst dachte der Petrus, das war alles eine Vision, das war gar nicht so wahr. Und dann erkannte er, dass es in der Tat Realität war. Und dann heißt es hier in Apostelgeschichte 12 und in Vers 12. Und als er sich besonnen hatte, oder andere Übersetzungen haben hier, als er zu sich kam, als er verstand, worum es hier eigentlich ging, da ging er zum Haus Marias, der Mutter des Johannes, mit dem Beinamen Markus, wo viele beieinander waren und beteten. Die Gemeinde hatte sich hier in dem Haus des Johannes Markus versammelt und auch natürlich in dem Haus der Mutter Maria, und die haben für die Freilassung des Petrus gebetet. Es sieht so aus, dass der Markus eine sehr bedeutende Rolle hatte
in der frühtestamentlichen Kirche von Jerusalem. Man findet eine interessante Andeutung in Markus Kapitel 14. Dieses wird nur von Markus berichtet. In den anderen drei Evangelienberichten findet sich diese Erklärung nicht. Und so haben einige spekuliert und gemeint, dass es möglicherweise hier der Markus selber war, von dem hier die Rede ist. In Markus Kapitel 14, da wird ja von der Gefangennahme Jesu Christi gesprochen. Und wenn wir nun in Vers 51 lesen, was hier weiter berichtet wird, dann ist das sehr interessant, weil, wie ich sagte, es nur im Markus Evangelium erwähnt wird. Ein junger Mann aber, Markus 14 und Vers 51, ein junger Mann aber folgte ihm nach, der war mit einem Leinengewand bekleidet, auf der bloßen Haut, und sie griffen nach ihm. Er aber ließ das Gewand fahren und floh nackt davon. Und wie gesagt, viele haben spekuliert und haben gesagt, dass es sich hierbei aller Wahrscheinlichkeit nach um Markus selbst gehandelt hat, der von sich selbst hier schreibt, nicht seinen eigenen Namen erwähnt, aber von sich selbst schreibt und natürlich auch bloßstellt, wie er von den Häschern gefasst wurde und dann vor denen floh. Markus war ein Vetter des Barnabas. Nur der Barnabas wird ja verschiedentlich in der Bibel erwähnt. Zunächst einmal schauen wir uns Kolosser Kapitel 4 an. Kolosser Kapitel 4 und in Vers 10. Da schreibt Paulus an die Kolosser wie folgt: Es grüßt euch Aristarch, mein Mitgefangener, und Markus, der Vetter des Barnabas. Seinetwegen habt ihr schon Weisungen empfangen. Wenn er zu euch kommt, nehmt ihn auf. Also hier wird Markus erwähnt, dass er mit Paulus zusammenarbeitete, bei Paulus war, und dass er der Vetter des Barnabas war. Das ist sehr interessant, wenn wir uns nun einmal die Geschichte von Markus näher anschauen. Kehren wir zur Apostelgeschichte 12 zurück. Apostelgeschichte 12. Und da lesen wir, dass Markus sowohl den Paulus als auch den Barnabas auf einer Missionsreise begleitete. Apostelgeschichte 12. Und lesen wir Vers 25. Markus Kapitel 12, Apostelgeschichte 12 und Vers 25. Barnabas und Saulus, der ja später den Namen Paulus erhielt, die kehrten zurück, nachdem sie in Jerusalem die Gabe überbracht hatten, und nahmen mit sich Johannes, der den Beinamen Markus hat. Also hier wird der Markus erwähnt, dass er den Paulus und den Barnabas begleitete. Im Buch Philemon, einem kleinen Buch, das sich ja in dem Neuen Testament befindet, und in der Lutherbibel muss man immer so ein bisschen suchen, bis man ihn gefunden hat. Aber in Philemon, das Buch hat ja nur ein Kapitel, lesen wir eine weitere Andeutung, Erwähnung von Markus. Auch wiederum ist dieser Brief ja von Paulus geschrieben worden. Da heißt es hier in Philemon, in Vers 23 und Vers 24, Es grüßt dich Epaphras, mein Mitgefangener in Christus Jesus, Markus, und dann werden andere erwähnt, Aristarch, Demas, Lukas, der nun auch nachher das Evangelium des Lukas geschrieben hat, meine Mitarbeiter. Also hier werden die alle als die Mitarbeiter des Paulus beschrieben, inklusive Markus. Wir finden eine weitere positive Äußerung über Markus seitens des Paulus in 2. Timotheus Kapitel 4. 2. Timotheus Kapitel 4 und lesen wir Vers 11. 2. Timotheus, Kapitel 4 und Vers 11. Nun, wenn wir mit Vers 10 anfangen, dann sieht man hier eine gewisse dunkle Wolke, die sich hier über diese Situation gezogen hat. Das heißt nämlich hier in Vers 10, Demas hat mich verlassen und diese Welt lieb gewonnen. Das war auch ein Mitarbeiter des Paulus gewesen ursprünglich. Aber er hat sich dann von Paulus abgewandt. Er hat sich dann von der Wahrheit abgewandt. Er ist zurückgegangen in die Welt. Er hat die Welt wieder lieb gewonnen, die er verlassen hatte. Und dann heißt es sogar, und ist nach Thessalonich gezogen, Cresens nach Galatien, Titus
nach Dalmatien. Wir hoffen, dass dies nur eine Erwähnung der Tatsache ist, dass Paulus jetzt alleine war, weil der Titus nach Dalmatien gegangen ist. Wir hoffen, dass er nicht sich auch abgewandt hat von dem Evangelium, von der Wahrheit und wie der Demas zurückgegangen ist in die Welt. Aber das heißt es in Vers 11, Lukas ist alleine bei mir. Markus, nimm zu dir und bringe ihn mit dir, denn er ist mir nützlich zum Dienst. Also hier sagt Paulus dem Timotheus, dass er den Markus mit sich bringen soll, denn Markus ist Paulus nützlich zum Dienst. Nun, warum erwähne ich dies? Weil es eine Situation gab, die wir jetzt lesen werden, in der Apostelgeschichte, wo das gar nicht so klar war. Wo dieses Verhältnis, dieses positive Verhältnis zwischen Paulus und Markus zum Beispiel, gar nicht so deutlich sich herauskristallisiert hatte. Schauen wir uns einmal Apostelgeschichte 13 an. Apostelgeschichte 13. Und lesen wir Vers 13. Apostelgeschichte 13 und Vers 13. Wir hatten gerade gelesen in Kapitel 12, dass also Paulus, Saulus und Barnabas den Markus mit sich nahmen auf einer Reise. Und jetzt lesen wir Vers 13. Paulus aber und die um ihn waren, fuhren von Paphos ab und kamen nach Perge in Pamphylien. Johannes aber, das ist wiederum der gleiche, Markus Johannes, Johannes aber trennte sich von ihnen und kehrte zurück nach Jerusalem. Der trennte sich von Paulus und Barnabas, wollte nicht weiter mit denen ziehen und kehrte zurück nach Jerusalem. Nun, die Bibel sagt uns nicht, warum Markus diese Entscheidung traf, warum er sich von Paulus und Barnabas trennte, warum er zurückkehrte nach Jerusalem, wo er ja scheinbar ein Haus hatte. Wir lesen aber zwischen den Zeilen, dass scheinbar Markus in diesem Augenblick nicht willens war, mit Paulus und Barnabas zusammen weiter das Werk zu tun. Dies scheint sehr deutlich hier aus dieser Stelle hervorzugehen. Vor allen Dingen auch, wenn wir jetzt uns die nächste Stelle anschauen, in Apostelgeschichte 15. Apostelgeschichte 15 und angefangen in Vers 36. Apostelgeschichte 15 und angefangen in Vers 36. Nach einigen Tagen sprach Paulus zu Barnabas: Lass uns wieder aufbrechen und nach unseren Brüdern sehen in allen Städten, in denen wir das Wort des Herrn verkündigt haben, wie es um sie steht. Barnabas aber wollte, dass sie auch Johannes mit dem Beinamen Markus mitnehmen. Er war ja der Vetter des Barnabas. Paulus aber hielt es nicht für richtig, jemanden mitzunehmen, der sie in Pamphylien verlassen hatte und nicht mit ihnen ans Werk gegangen war. Also wir sehen hier scheinbar die Motivation des Markus, er war nicht willens, weiter das Werk zu tun, in dem Augenblick damals. Vers 39. Und sie kamen scharf aneinander. Also Paulus und Barnabas hatten einen großen Streit über diese Begebenheit hier, sodass sie sich sogar trennten. Und Barnabas nahm Markus mit sich und fuhr nach Zypern. Paulus aber wählte Silas und zog fort, von den Brüdern der Gnade Gottes befohlen. Also der Paulus und der Barnabas, die haben sich getrennt und haben dann auf verschiedene Weise das Werk getan, aber nicht mehr zusammen. Und wir lesen auch nicht in der Bibel, dass sie jemals wieder zusammen gearbeitet hätten. Wir lesen aber und haben dies gelesen, dass später der Markus dem Paulus sehr hilfreich war. Und wie wir noch sehen werden, ganz besonders auch Petrus gegenüber sehr hilfreich war. Aber hier sehen wir eine interessante Begebenheit. Paulus war nicht willens, dem Markus eine weitere Gelegenheit zu geben, ihnen zu helfen, sie zu begleiten. Der Barnabas, der war willens. Wir lesen etwas Interessantes über den Barnabas. In Apostelgeschichte 11, schauen wir uns einmal diese Stelle an. Apostelgeschichte 11 und in Vers 24. Hier lesen wir über Barnabas, der ja auch ein Apostel war oder werden würde. Er war ein bewährter Mann, voll Heiligen Geistes und Glaubens. Und viel Volk wurde für den Herrn
gewonnen. Barnabas war auch ein sehr demütiger und verzeihender Mensch. Schauen Sie, als damals der Saulus, nachdem er diese schrecklichen Dinge an den Kirchenmitgliedern getan hatte, von Christus bekehrt wurde, auf der Straße nach Damaskus, und wurde dann zu den Aposteln gebracht. Derjenige, der ihn zu den Aposteln brachte, war kein anderer als Barnabas. Alle anderen hatten Angst vor ihm. Die wussten nicht so recht, was jetzt aus diesem Paulus, dem ehemaligen Saulus, geworden war. Schauen wir uns dies einmal an, Apostelgeschichte 9. Apostelgeschichte 9, die Verse 26 und 27. Als er aber nach Jerusalem kam, die Rede ist hier von Paulus, da versuchte er, sich zu den Jüngern zu halten, doch sie fürchteten sich alle vor ihm und glaubten nicht, dass er ein Jünger wäre. Die glaubten nicht, dass er sich wirklich geändert hatte. Barnabas aber, Vers 27, nahm ihn zu sich und führte ihn zu den Aposteln und erzählte ihnen, wie Saulus auf dem Wege den Herrn gesehen und dass der mit ihm geredet und wie er in Damaskus im Namen Jesu frei und offen gepredigt hätte. Und aufgrund der Stellungnahme des Barnabas, seines Eingreifens, seiner Position, die er für Paulus einnahm, haben ihn dann die Apostel akzeptiert. Man könnte hier wiederum ein wenig zwischen den Zeilen lesen und sagen, vielleicht hätte Paulus die gleiche Gnade, die gleiche Barmherzigkeit dem Markus gegenüber zum Ausdruck bringen sollen und ihm eine Chance geben sollen, wie Barnabas es erwartete, ihn wieder mitzunehmen auf eine weitere Missionsreise. Nun, die Bibel sagt nicht eindeutig, wer hier Schuld hatte, ob es der Paulus war, ob es der Barnabas war, warum die beiden sich dann getrennt haben, aber ein wenig auf die anderen Dinge eingehend, auf die wir gerade hier eingegangen sind, könnte man durchaus diesen Eindruck erwecken, dass es eigentlich mehr der Paulus war, der ein wenig hier über die Stränge gezogen hat. Nun, wir lesen eine weitere Stelle, aus der sich ergibt, dass vielleicht so das Verhältnis zwischen Paulus und Barnabas nicht unbedingt das Beste gewesen ist. Auch hin und wieder gab es Probleme zwischen Paulus und Petrus. Paulus berichtet selbst darüber in Galater Kapitel 2. Ich zeige das auf, um deutlich zu machen, dass alle die Menschen der Bibel Menschen waren. Die waren keine vollkommenen Giganten. Die hatten ihre Probleme. Selbst die Apostel hatten ihre Probleme. Aber sie waren willens, die Probleme zu überwinden und weiterzumachen, nicht aufzugeben. Wenn Sie Probleme haben, meine Damen und Herren, und ich gehe davon aus, dass Sie sie haben, geben Sie nicht auf. Gott ist da, Ihnen weiter zu helfen, wenn Sie seiner Hilfe bedürfen und wenn Sie seine Hilfe wollen. Galater Kapitel 2. Galater Kapitel 2 lesen wir angefangen in Vers 11. Als aber Kephas, nun Kephas eine andere Bezeichnung für Petrus, als aber Petrus nach Antiochia kam, widerstand ich, der Paulus, ihm ins Angesicht, denn es war Grund zur Klage gegen ihn. Denn bevor einige von Jakobus kamen, Jakobus war dann zu dem Apostel geworden, der scheinbar den Vorsitz hatte über der Kirche in Jerusalem. Er war ja auch der Halbbruder von Jesus Christus. Denn bevor einige von Jakobus kamen, aß er, der Petrus, mit den Heiden. Als sie aber kamen, da zog er sich zurück und sonderte sich ab, weil er die aus dem Judentum fürchtete. Und mit ihm heuchelten auch die anderen Juden, sodass selbst Barnabas verführt wurde, mit ihnen zu heucheln. Also selbst der Barnabas hat sich auf einmal jetzt mit dem Petrus gegen die Heiden gestellt, dadurch, dass er nicht mehr willens war, mit denen zu essen. Es war ja damals im Judentum verpönt, dass Juden mit Heiden zusammen essen sollten oder würden oder könnten. Aber in der Kirche sollte das anders sein. Das war alles bereits geklärt. Die Heiden, also die Nichtjuden, die waren Teil der Kirche geworden. Aber diese Heuchelei, dieses Zerwürfnis irgendwie, das bestand nach wie vor. Das musste erst allmählich und langsam abgebaut werden in der Kirche. Und so lesen wir hier in Vers 14. Als ich aber sah, dass sie nicht richtig handelten nach der Wahrheit des Evangeliums, da sprach ich zu Kephas, zu Petrus, öffentlich, vor allen: Wenn du, der du ein Jude bist, heidnisch lebst und nicht jüdisch, warum zwingst du dann die Heiden, jüdisch zu leben? Wir sind von Geburt Juden und nicht Sünder aus den Heiden,
Doch weil wir wissen, dass der Mensch durch Werke des Gesetzes nicht gerecht wird, sondern durch den Glauben Jesu Christi, wie es heißen sollte, sind auch wir zum Glauben an Christus gekommen, damit wir gerecht werden durch den Glauben Christi, wie es heißen sollte, und nicht durch Werke des Gesetzes, denn durch Werke des Gesetzes wird kein Mensch gerecht. Also die Implikation war die, dass Petrus nach wie vor den Anschein erweckte, dass man gewisse Dinge tun musste, die noch nicht einmal im Gesetz standen, um gerecht zu werden. Teil dieser Idee war, man sollte nach wie vor getrennt leben von den Heiden. Und Paulus hatte zu Recht hier den Petrus zur Rede gestellt. Aber wir sehen auch, dass selbst der Barnabas in diesem Falle dieser Heuchelei sich ergeben hatte. Nun, worauf ich heute zu sprechen kommen möchte, ist die folgende Frage. Versetzen Sie sich einmal in die Situation des Markus. Nebenbei gesagt, die meisten Gelehrten gehen davon aus, und ich auch, dass es Markus war, der das Markus-Evangelium geschrieben hat, aber dass es eigentlich Petrus war, der dem Markus alles dies mitgeteilt hatte. Und Markus hat nur niedergeschrieben, was Petrus ihm gesagt hatte. Und wir werden das gleich sehen, wenn wir uns ein wenig mit dem Markus-Evangelium beschäftigen. Gehen wir einmal von der Fragestellung aus, was geschehen wäre, wenn Markus nicht so reagiert hätte, wie er scheinbar reagiert hatte. Schauen Sie, der Paulus war nicht willens, den Markus mitzunehmen auf einer weiteren Reise. Und so hat er sich dann mit dem Barnabas zurückgezogen. Aber irgendwas ist dann geschehen, was die Bibel uns nicht sagt, dass Markus dann doch wieder mit Paulus gearbeitet hat. Nun, was, wenn der Markus gesagt hätte, was, der Paulus, der will wieder mit mir arbeiten? Der hat mich damals verstoßen? Mit dem arbeite ich nicht mehr. Ich arbeite mit überhaupt keinem mehr. Ich sondere mich ab. Ich bleibe nicht in dieser Kirche, die mich hier ungerecht behandelt hat, wie man das so sagen könnte, wie der Markus möglicherweise hätte reagieren können. Nun, wenn alles dies geschehen wäre, wenn man so reagiert hätte, wie viele leider heute reagieren, wenn ihnen Unrecht geschieht oder vermeintliches Unrecht geschieht, die dann aufgeben, die mit ihrer Situation nicht mehr fertig werden, die sagen, also wenn Gott so gemein zu mir ist, dass er diese Dinge zulässt in meinem Leben, will ich dann von dieser ganzen Sache nichts mehr wissen. Wenn der Markus so reagiert hätte, dann hätten wir heute nicht das Markus-Evangelium. Wenn er also zum Beispiel nicht dann wieder mit Paulus zusammengearbeitet hätte, wenn er nicht wieder mit Petrus zusammengearbeitet hätte, wenn der Petrus ihn nicht dazu benutzt hätte, alles dies niederzuschreiben, was Markus niedergeschrieben hat, dann hätten wir heute natürlich das Evangelium nicht. Dann wäre uns viel verloren gegangen. Ich möchte hier im zweiten Teil der heutigen Sendung ein wenig auf das Markus-Evangelium eingehen und Ihnen eine gewisse Anzahl von Höhepunkten nahebringen, von denen Markus spricht. Und die anderen Evangelisten sprechen auch davon zu einer gewissen Zeit, in einer gewissen Weise, aber doch nicht so dramatisch, so plastisch, wie Markus es tut. Fangen wir einmal an zu lesen in Markus Kapitel 1. Und denken wir daran, es ist eigentlich Petrus, der durch Markus spricht. Aber denken wir daran, es ist eigentlich Jesus Christus, der Petrus inspiriert, Markus diese Dinge zu sagen, sodass er sie niederschreiben konnte. Alles dies, was wir lesen, ist absolute faktische Wahrheit. Viele Menschen meinen heute, dass diese Evangelien und diese Berichte, die seien ja viel später erst geschrieben worden und gar nicht mal von Augenzeugen, und das sind alles so Erfindungen. Der Markus war da. Der war aber auch der Jünger von Petrus und der Petrus war mit Sicherheit da und konnte natürlich Markus mitteilen, was er selbst erlebt hatte. Und so lesen wir hier in Markus Kapitel 1, die Verse 16 bis 18. Als er aber am Galiläischen Meer entlang ging, und nebenbei gesagt, gehen wir davon aus, dass das Markus-Evangelium das erste der vier Evangelien war, das niedergeschrieben wurde. Also noch vor Matthäus, Lukas und Johannes. Als aber Jesus am Galiläischen Meer entlang ging, da sah er Simon, Simon Petrus. Hier wird also Simon Petrus erwähnt. Und Andreas, Simons Bruder, also Simon und Andreas waren Brüder, wie sie ihre Netze ins Meer warfen, denn sie waren Fischer. Und Jesus sprach zu ihnen, also Petrus und Andreas, folgt mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen. Hier wird also jetzt die Berufung des Petrus beschrieben, der jetzt von Christus berufen wurde, ihm nachzufolgen. Eine interessante Stelle findet sich im ersten Kapitel
Und in Vers 30, da viele ja davon ausgehen, dass Petrus unverheiratet gewesen sei, dass er niemals eine Frau besessen habe, dass er eben der erste Papst gewesen sein soll, der er mit Sicherheit nicht war. Schauen wir etwas uns hier im ersten Kapitel in Vers 30 an. Und die Schwiegermutter Simons lag da nieder und hatte das Fieber. Und alsbald sagten sie ihm von ihr. Vers 31, und da trat er zu ihr, fasste sie bei der Hand und richtete sie auf, und das Fieber verließ sie, und sie diente ihnen. Der Petrus war verheiratet. Der Petrus hatte eine Schwiegermutter. Der hatte auch eine Frau. Wir lesen später im Neuen Testament, dass Paulus sagt, dass Petrus seine Frau mit auf seine Reisen mitnahm. Also hier wird im Markus-Bericht klar und deutlich gezeigt, dass Petrus verheiratet war und dass er eine Schwiegermutter hatte. Nun jetzt Kapitel 3. Markus 3 und die Verse 13 bis 16. Hier wird eine weitere Berufung geschildert. Zunächst einmal hatte Jesus zum Beispiel den Petrus berufen, ihm nachzufolgen. Hier wird jetzt eine gewisse Rangordnung dargestellt, ein gewisser Titel wird jetzt dem Petrus und auch anderen der Apostel gegeben. Ich sage bereits Apostel, denn jetzt wurden sie zu Aposteln. Das sind ja Leute, die ausgesandt sind zu einem gewissen Zweck, das Evangelium zu verkünden in aller Welt. Und so lesen wir in Markus Kapitel 3, in Vers 13. Und er ging auf einen Berg und rief zu sich, welche er wollte. Und sie gingen hin zu ihm. Der hatte mehrere Jünger, es waren nicht die einzigen Jünger hier, aber aus diesen Jüngern erwählte er die, die er wollte, und machte sie zu Aposteln. Und er setzte 12 ein, Vers 14, die er auch Apostel nannte, dass sie bei ihm sein sollten, und dass er sie aussendete. Das Wort Apostel bedeutet jemand, der ausgesandt ist, zu predigen. Und dass sie Vollmacht hätten, die bösen Geister auszutreiben. Und er setzte die 12 ein und gab Simon den Namen Petrus. Weiter. Jakobus, den Sohn des Zebedäus, Johannes, den Bruder des Jakobus, und gab ihnen den Namen Boanerges, das heißt Donnersöhne. Also der Johannes und der Jakobus, die wurden Donnersöhne genannt. Johannes nachher wurde als der Apostel der Liebe bekannt. Er hat ja die Johannesbriefe geschrieben. Aber der war zunächst einmal ein Donnersohn. Der hatte sein Temperament. Der musste das überwinden. Und dann werden andere erwähnt hier in Vers 18. Andreas und Philippus und Bartholomäus und Matthäus und Thomas und Jakobus, der Sohn des Alpheus und Thaddäus und Simon Kananäus und Judas Ischariot, der ihn dann verriet. Auch Judas Ischariot war einer der 12 Apostel. Er war ausgesandt, das Evangelium zu predigen. Er hatte sogar die Macht erhalten, Dämonen auszutreiben. Und gleichwohl wurde er der Verräter, der Christus verraten würde. In Kapitel 5 im Markus-Bericht lesen wir weiteres, was Jesus tat, was dem Markus von Petrus mitgeteilt wurde, was hier niedergeschrieben worden ist. Markus Kapitel 5 und Vers 37. Es geht hier darum, dass ein Mädchen gestorben ist. Und Christus ging hin, sie aufzuerwecken von den Toten. Allerdings geht es hier um eine leibliche Auferstehung. Er machte sie wieder gesund in dem Sinne, dass er sie leiblich auferweckte. Aber schauen wir uns einmal an, wie das Christus tat. War das eine öffentliche Missionsgeschichte, wo also alle dazugucken konnten, wie Christus hier dieses Wunder vollbrachte? Wie das so heute im Fernsehen so häufig dargestellt wird, das war keineswegs die Art und Weise, wie Christus vorging. Wir lesen hier in Markus Kapitel 5 und Vers 37. Und er ließ niemanden mit sich gehen, als Petrus und Jakobus und Johannes, den Bruder des Jakobus. Also diese beiden Donnersöhne. Und Petrus. Und sie kamen in das Haus des Vorstehers, er sah das Getümmel und wie sie weinten und heulten. Und er ging hinein und sprach zu ihnen, was lärmt und weint ihr? Das Kind ist nicht gestorben, sondern es schläft. Und sie verlachten ihn. Und er trieb sie alle hinaus. Er trieb sie alle hinaus. Und er nahm mit sich den Vater des Kindes und die Mutter und die bei ihm waren, also diese drei Jünger, und ging hinein, wo das Kind lag. Er griff das Kind bei der Hand und sprach zu ihm, Talita kum, das heißt übersetzt, Mädchen, ich sage dir, steh auf. Und sogleich stand das Mädchen auf und ging umher, es war aber 12 Jahre alt,
und sie entsetzten sich sogleich über alle Maßen. Und er gebot ihnen streng, dass es niemand wissen sollte. Ganz anders, als wie das heute in diesen sogenannten Heilungskampagnen durchgeführt wird. Und er sagte, sie sollten ihr zu essen geben. Warum hat Christus wohl die alle hinausgetrieben? Nun, weil kein Glaube da war. Christus wollte nicht eine Heilung überhaupt versuchen, wo Unglaube herrschte. Wir lesen an anderen Stellen, dass Christus gar nicht viele Wunder vollbringen konnte, wegen des Unglaubens der Menschen in gewissen Städten. Und er war über diesen Unglauben überrascht. So hat Christus gehandelt. Und Petrus hat dies Markus mitgeteilt, der dies niedergeschrieben hat, um uns auch heute zu zeigen, wie doch grundsätzlich anders das wahre Christentum aussehen sollte, als so, wie es heute so in vielen Kreisen propagiert wird. Nun lesen wir weiter in Kapitel 6. Markus Kapitel 6 und Vers 7. Markus Kapitel 6 und Vers 7. Und er rief die 12 zu sich, also natürlich inklusive Petrus, einer der 12, und fing an, sie auszusenden. Die waren ja Apostel, die ausgesendet werden sollten, je 2 und 2. Also nicht alleine, auch das ist ein interessantes Prinzip, wenn heute Gott und Christus mit Predigern arbeitet, dann ist es normalerweise nicht gut, dass ein Prediger alleine zum Beispiel sich mit anderen unterhält, wenn es um Dinge geht, die wichtig sind, die geistliche Intuition brauchen, sondern dass jemand bei ihm ist. Entweder die Frau, die Ehefrau, ein anderer Jünger. Und auch hier wurden die 2 und 2 ausgesandt. Und er gab ihnen Macht über die unreinen Geister. Und dann gebot er ihnen noch Weiteres zu tun und nicht zu tun. Und dann gingen die aus, um zu predigen. Das Evangelium vom Reich Gottes ist dabei gekommen. Das Reich Gottes ist dabei gekommen, tut Buße, bereut, wie es heißen sollte. Glaubt an das Evangelium, die gleiche Botschaft, die Christus brachte, die gleiche Botschaft, die Johannes der Täufer brachte. In Kapitel 6 und Vers 30 lesen wir Weiteres. Markus Kapitel 6 und Vers 30. Und die Apostel kamen, also hier die 12, inklusive Petrus, die kamen bei Jesus zusammen und verkündigten ihm alles, was sie getan und gelehrt hatten. Und er sprach zu ihnen, Vers 31, geht ihr allein an eine einsame Stätte und ruht ein wenig. Denn es waren viele, die kamen und gingen, und sie hatten nicht Zeit genug zum Essen. Und sie fuhren an einem Boot an eine einsame Stätte für sich allein. Und dann geschieht natürlich das Wunder der Speisung der 5000, wo Christus das Brot vermehrt und Fische vermehrt, damit die Menschen zu essen haben. Und nachdem alles dies geschehen war, und als er ihnen dann auf dem See entgegenkam, da erkannten sie ihn keineswegs, meinten, es sei ein Gespenst, wie es hier heißt, also eine Erscheinung. Möglicherweise dachten sie, ein Dämon ist dort, der sich in irgendeiner Weise hier zu erkennen gibt. Und es heißt hier in Vers 51 im gleichen Kapitel, und er trat zu ihnen ins Boot, und der Wind legte sich, und sie entsetzten sich über die Maßen, Vers 52, denn sie waren um nichts verständiger geworden angesichts der Brote, sondern ihr Herz war verhärtet, inklusive das Herz des Petrus. Und Markus schreibt dies nieder, weil Petrus ihm dies deutlich gemacht hat. Schauen Sie, obwohl sie bereits Apostel waren, obwohl sie bereits ausgesandt worden waren, um Dämonen auszutreiben, um Kranke zu heilen, um das Evangelium zu verkünden, war ihr Verständnis, ihr geistliches Verständnis nach wie vor sehr begrenzt. Sie hatten ja den Heiligen Geist noch nicht in sich. Der würde ja erst kommen. Die Apostelgeschichte 2 schreibt davon, Christus war bei ihnen, somit war der Heilige Geist, der ja in Christus wohnte, der Geist des Vaters, bei ihnen, aber er war noch nicht in ihnen. Das würde noch kommen. Und weil der Geist noch nicht in ihnen war, konnten sie gewisse Dinge einfach nicht verstehen. Und heute ist das leider auch so, dass viele Menschen meinen, sie könnten die Bibel verstehen, besser noch verstehen als Gottes Prediger, aber sie haben den Heiligen Geist nicht. Und wie Christus und Paulus und andere dies wiederholt in der Bibel sagen, sie wissen nicht, wovon sie eigentlich reden. Aber sie meinen, sie wüssten es. Nun lesen wir in Kapitel 8, Markus Kapitel 8, angefangen in Vers 27. Markus Kapitel 8 und angefangen in Vers 27.
Und wiederum der Zusammenhang ist der, was wäre gewesen, wenn Markus sich auf die Position eingelassen hätte und gesagt hätte, also mit denen würde ich nichts mehr zu tun haben. Mit Paulus, mit Petrus, Barnabas sogar. Und er hätte alles dies nicht niedergeschrieben. Alles das würde uns heute fehlen. Und so lesen wir in Markus Kapitel 8, angefangen in Vers 27. Und Jesus ging fort mit seinen Jüngern in die Dörfer von Caesarea Philippi. Und auf dem Wege fragte er seine Jünger und sprach zu ihnen, wer sagen die Leute, dass ich sei? Und sie antworteten ihm, einige sagen, du seist Johannes der Täufer, der war ja mittlerweile getötet worden von Herodes, und einige meinten, der würde wiederkommen. Andere sagen, du seist Elia, auch das war diese falsche Idee, dass Elia, der buchstäbliche Elia, wiederkommen würde. Nun, er würde zwar wiederkommen in der Endzeit, wenn Christus alle auferwecken würde, die in ihren Gräbern schlafen, die Christen waren, aber gestorben sind, aber nicht vorher. Aber das war diese falsche Idee. Und einige haben nachher sogar auch gesagt, ja, warum sagen die Schriftgelehrten, der Elia würde wiederkommen? Und Christus machte deutlich, es würde jemand kommen in der Kraft, im Geist des Elia, aber nicht der buchstäbliche Elia. Und Johannes der Täufer hat dieses vorerfüllt. Er kam im Geist in der Kraft des Elia. Und es würde auch die Kirche Gottes in der Kraft, im Geist des Elia kommen in dieser Endzeit, um den Weg Jesu Christi für sein zweites Kommen vorzubereiten. Und so lesen wir hier, und andere sagen, du seist einer der Propheten. Und er, Vers 29, fragte sie, ihr aber, wer sagt ihr, dass ich sei? Und da antwortete Petrus und sprach zu ihm, du bist der Christus, du bist der Messias, du bist der, der prophezeit war, auf den wir warten sollen. Und schauen wir uns einmal an, was hier Christus sagt. Er gebot ihnen, dass sie niemandem von ihm sagen sollten. Er wollte damals noch nicht, dass er bekannt würde. Aber andere Stellen in den anderen Evangelien sagen uns, dass Christus auch sagte zu Petrus, das hat dir nicht Fleisch und Blut offenbart, das hat dir mein Vater offenbart. Hier hatte Petrus ein Verständnis, was er zuvor nicht hatte wegen der Brote. Aber hier hatte er dieses Verständnis, das ihm Gott der Vater gegeben hatte, dass Christus in der Tat der Messias war. Aber nun achten wir darauf, wie es weitergeht. In Vers 31, und er fing an, sie zu lehren. Der Menschensohn muss viel leiden und verworfen werden von den Ältesten und Hohenpriestern und Schriftgelehrten und getötet werden und nach 3 Tagen auferstehen. Nach 3 Tagen, nachdem er 3 Tage im Grabe gelegen hätte, tot im Grabe. Und von Freitagnachmittag bis Sonntagmorgen sind keine 3 Tage und 3 Nächte. Und er redete das Wort frei und offen, Vers 32, und Petrus nahm ihn beiseite und fing an, ihm zu wehren. Er aber wandte sich um, sah seine Jünger an, bedrohte Petrus und sprach, geh weg von mir, Satan, denn du meinst nicht, was göttlich ist, sondern was menschlich ist. In diesem Augenblick war jetzt Petrus unter die Kontrolle von Satan gekommen, hatte jetzt die satanischen Gedanken wiederum gehabt, die er jetzt zum Ausdruck brachte. Gerade zuvor hatte ihn Gott etwas offenbart. Aber schauen Sie, Gott muss uns kontinuierlich Dinge offenbaren, wenn wir göttlich sein wollen, wenn wir göttlich denken wollen. Und hier ist Petrus wieder in die Fänge des Satans zurückgekommen, wie das ja natürlich die meisten Menschen heute sind, die nicht von Gott berufen sind, die denken, sie hätten die Weisheit mit Löffeln gefressen und dabei verkündigen sie nur das, was ihnen Satan mitteilt. Diese ganze Welt ist ja von Satan verführt, wie wir dies in der Offenbarung lesen. In Kapitel 9 lesen wir Vers 2. Und nach 6 Tagen nahm Jesus mit sich Petrus, Jakobus und Johannes und führte sie auf einen hohen Berg, nur sie allein. Und dann wurde er vor ihnen verklärt. Und das war eine Vision, das auch einige nicht so verstehen. Es geht hier um eine Vision. In dieser Vision geht es darum, dass er ihnen zeigen würde, wie es aussehen würde im Reich Gottes. Und so kamen dann auch Mose und Elia in einer Vision, die waren nach wie vor tot im Grab. Aber es war dies eine Vision, etwas, was in der Zukunft geschehen würde. Christus hat hier in Kapitel 9 und Vers 1 gesagt, er sprach zu ihnen, wartet, ich sage euch, es stehen einige hier, die werden den Tod nicht schmecken, bis sie sehen, das Reich Gottes kommen mit Kraft. In einer Vision, das Reich Gottes ist ja noch nicht hier zur Zeit. Es wird erst kommen, wenn Christus zurückkommt. Aber in einer Vision sahen diese 3 Jünger, inklusive Petrus, was geschehen würde, wenn sie im Reich Gottes sein würden. Und dann haben sie auch die Stimme gehört, wo es heißt, er ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, auf ihn hört. Und Petrus wird später dann im Petrusbrief wiederum davon sprechen. Also es geht hier um eine Vision, aber es war wiederum Petrus,
der diese Vision hatte, unter anderem. In Kapitel 10, Vers 28. Markus 10 und Vers 28. Da fing Petrus wiederum an und sagte zu ihm, siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Und Jesus sprach, und wahrlich, ich sage euch, es ist niemand, der Haus oder Brüder oder Schwestern oder Mütter oder Vater, Mutter oder Vater oder Kinder oder Äcker verlässt, um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der guten Nachricht, der frohen Botschaft vom Reich Gottes, der nicht hundertfach empfange, jetzt, in dieser Zeit, Häuser und Brüder und Schwestern und Mütter und Kinder und Äcker mitsamt oder mitten unter Verfolgungen und in der zukünftigen Welt das ewige Leben. Das war ein Versprechen Jesus Christus an seine Jünger damals, an seine Jünger heute. Aber wir müssen natürlich auch den Glauben haben. Gerade auch, wenn wir uns in Situationen befinden, die sehr entmutigend sein können. Dass wenn wir die richtigen Prioritäten haben, wenn wir Dinge verlassen, aufgrund unserer Priorität Christus gegenüber und dem Evangelium gegenüber, dass wir sogar bereits in diesem Leben ersetzt bekommen, was wir hintangelassen haben. Und was natürlich noch weitaus wichtiger ist in der Zukunft, ewiges Leben. Das sollte uns große Ermutigung geben, wenn wir in solchen Situationen stecken. Aber natürlich, wenn man in einer solchen Situation steckt, dann denkt man meistens nicht sehr klar. Es wird Zeit, dass man sich dann Ruhe gönnt, meditiert, darüber nachdenkt und sich bewusst wird, was eigentlich alles bedeuten soll. Nun lesen wir eine weitere Stelle in Vers 41 im gleichen Kapitel, Kapitel 10 und Vers 41. Da waren jetzt nämlich zwei Jünger, und vielmehr die Mutter dieser beiden Jünger, die kam ja zu Christus und die wollte jetzt eine Vorrangstellung für die Jünger haben. Vers 41, und als es aber die zehn hörten, inklusive Petrus, da wurden sie unwillig über Jakobus und Johannes. Warum? Weil die wollten die gleiche Vorrangstellung haben. Die wollten nicht, dass Jakobus und Johannes die hatten. Also auch hier wiederum gab es da ein bisschen Neid und Zwist. Wie gesagt, die waren noch nicht bekehrt. Aber selbst wenn man bekehrt ist, kann man neidisch werden auf andere, wenn denen etwas Gutes widerfährt und wir meinen, wir sollten dieses Gute erhalten. Eine sehr gefährliche Reaktion. Eine sehr gefährliche Charaktereigenschaft, die wir ablegen müssen, wenn wir im Reich Gottes sein wollen. Kapitel 11, Markus 11 und Vers 21. Es war hier diese Erzählung, wo Christus den Feigenbaum verfluchte, weil er keine Feigen hatte. Und er verdorrte dann. Und als sie am nächsten Tag vorüberkamen, da war er in der Tat verdorrt. Wiederum Vers 21. Und Petrus dachte daran und sprach zu ihm, Rabbi, siehe, der Feigenbaum, den du verflucht hast, ist verdorrt. Auch hier wiederum wird gezeigt, wie der Petrus durchaus eine gewisse Vorrangstellung hier einnahm, auch vom Geistlichen her, verstand zwar die Dinge noch nicht so, aber der machte sich Gedanken. Er war derjenige, der daran dachte, dass es Christus war, der diesen Feigenbaum verdorrt hatte. Lesen wir, oder vielmehr verflucht hatte, der dann verdorrt wurde. Lesen wir auch in Kapitel 13 und in Vers 3. Jetzt wurden sich Gedanken darüber gemacht, was geschehen würde, wenn Christus zurückkommen würde. Wie würde die Sache aussehen? Wie würde die Welt aussehen? Schauen Sie, wer es wiederum ist, der sich diese Gedanken stellt. Vers 3 in Markus 13. Und als er auf dem Ölberg saß, gegenüber dem Tempel, da fragten ihn Petrus und Jakobus und Johannes und Andreas, als sie allein waren, sage uns, wann wird dies alles geschehen? Christus sprach gerade davon, dass der Tempel zerstört würde. Wann würde das geschehen und was wird das Zeichen sein, wenn das alles vollendet werden soll? Mit anderen Worten, was sind die Zeichen für das Ende der Welt? Und natürlich wird hier dann im ganzen Kapitel von Markus 13 auf diese Frage eingegangen. Lesen wir Kapitel 14 und Vers 29. Markus 14 und Vers 29. Es geht hier um die kommende Verleugnung des Petrus. Petrus würde Christus verleugnen. Christus hatte ihn davor gewarnt. Er hat gesagt, ihr werdet mich alle verlassen. Schauen wir den enthusiastischen Ausspruch des Petrus an. In Vers 29, Petrus sagte zu ihm, und wenn sie alle Ärgernis nehmen, so doch ich nicht. Petrus dachte, es sei unmöglich, dass er Christus verleugnen würde.
Und wir denken auch manchmal, dass es unmöglich sei, dass wir so handeln würden, wie vielleicht die anderen handeln würden, weil wir sind ja besser, nicht wahr? Wir haben ja eine größere Kraft, wir verstehen das ja besser. Der Petrus kannte sich selber nicht. Wir kennen uns vielfach selber nicht. Wenn es nicht die Gnade Gottes wäre, die uns Kraft gibt, die uns Hilfe gibt, die uns Verständnis gibt, wir wären genauso unwissend wie alle anderen. Genauso unfähig, gute Dinge zu tun. Und selbst wenn wir Gottes Geist in uns haben, handeln wir manchmal nicht so, wie wir handeln sollten. Und so sagt Christus hier zu Petrus in Vers 30, wahrlich, ich sage dir, heute in dieser Nacht, ehe der Hahn zweimal kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und Petrus entgegnete, auch wenn ich mit dir sterben müsste, ich werde dich nicht verleugnen. Und die anderen sagten das Gleiche. Nun ja, wir kennen die Geschichte. Wir wissen, dass Petrus ihn dreimal verleugnete. Und dann weinte er bitterlich, als er erkannte, was er getan hatte, wie schwach er doch war. Aber als er dann den Heiligen Geist hatte später, wurde er zu einer starken, geistlich gesehen, unglaublich starken, kühnen Persönlichkeit, der sich nicht davor scheute, den Sadduzäern, den Pharisäern, dem Sanhedrin die Meinung zu geigen, wie er dies des Öfteren getan hat, wenn es notwendig war. Nun kehren wir zum Markus Evangelium zurück. Lesen wir, angefangen in Vers 33. Und er nahm mit sich Petrus und Jakobus und Johannes. Diese drei werden häufig im gleichen Atemzug genannt. Petrus, Jakobus und Johannes, die drei führenden Persönlichkeiten damals. Und fing an zu zittern und zu zagen und sprach zu ihnen, meine Seele ist betrübt bis an den Tod, bleibt hier und wachet. Und er ging ein wenig weiter, warf sich auf die Erde, betete, dass, wenn es möglich wäre, die Stunde an ihm vorüberginge, und sprach, aber mein Vater, alles ist dir möglich, nimm diesen Kelch von mir, doch nicht, was ich will, sondern was du willst. Und er kam und fand sie schlafend, und er sprach zu Petrus, den er als den führenden Apostel auserwählt hatte. Simon, schläfst du? Vermochtest du nicht eine Stunde zu wachen? Wachet und betet, dass er nicht in Versuchung fällt. Der Geist ist willig, das Fleisch ist schwach. Und dann wiederholt sich das Gleiche noch einmal, zweimal. Und er betet, kommt zurück und die schlafen wieder. Aber später sagte Christus zu Petrus, du stärke deine Brüder. Ich habe gebetet, dass dein Glaube nicht vergeblich sein würde, und du stärke deine Brüder, wenn du dich bekehrt hast. Aber auch das ist alles von Markus hier niedergeschrieben worden, durch den Mund des Petrus sozusagen. Der Petrus, der hat dies alles weitergegeben, damit Markus es niederschreiben konnte, als das erste der vier Evangeliumsberichte. Und so lesen wir nun in Vers 47. Markus 14 und Vers 47, als jetzt Christus verhaftet wird. Einer aber von denen, die dabei standen, der zog sein Schwert und schlug nach dem Knecht des Hohenpriesters und hieb ihm sein Ohr ab. Nun, hier wird nicht gesagt, wer das war. Wenn Sie die Parallelberichte sich anschauen, in Matthäus Kapitel 26 und in Lukas Kapitel 22, dann wird ebenfalls nicht gesagt, wer das war. Aber derjenige, der das vierte Evangelium niederschrieb, den vierten Evangeliumsbericht, der zum Schluss nach den anderen dreien niedergeschrieben wurde, nämlich Johannes, der identifiziert diese Person als den Petrus. Und Sie können dies in Johannes Kapitel 18 nachlesen, die Verse 10 und 11. Es war in der Tat Petrus, der das Schwert nahm, um diesen Knecht des Hohepriester, der wird auch als Malchus dann identifiziert, scheinbar den Kopf abzuschlagen, wie es so ausgesehen haben mag, aber er schlug ihm das Ohr ab. Und dann sagt natürlich Christus zu ihm, Petrus, stecke dein Schwert weg. Wer immer zum Schwert greift, der wird durch das Schwert umkommen. Nun, interessant ist, dass diese Stelle hier von Markus so dargestellt wird, dass zunächst einmal nicht der Petrus identifiziert wird. Vielleicht war das dem Petrus doch ein wenig peinlich, dass er so gehandelt hatte. Aber Johannes nachher zeigt uns, wer es war. Und Gott zeigt uns, wer es war, dass sogar jemand wie Petrus willens war, zum Schwert zu greifen. Eine Sünde zu begehen.
Petrus war ja dann einer der Übeltäter geworden. Christus hat ja gesagt, die Prophezeiung muss erfüllt werden. Ich würde unter die Übeltäter gerechnet werden, wenn ich verhaftet werde. Und Petrus, da er das Schwert nahm und das Schwert zog, wurde damit zu einem Übeltäter. Und die Prophezeiung wurde damit erfüllt. Nun kehren wir weiter zu dem Markus-Evangelium zurück und lesen wir Vers 54. In Markus Kapitel 14 und Vers 54. Nachdem also er jetzt verhaftet wurde, Christus, da heißt es in Vers 54, aber Petrus folgte ihm nach von Ferne. Es war wiederum der Petrus, der ihm nachfolgte, der seinen Meister, seinen Herrn nicht sich selbst überlassen wollte, aber er kannte seine eigenen Schwächen nicht. Und da er ihm nachfolgte, um zu sehen, was geschehen würde, kam er jetzt in die Situation, dass er Christus dreimal verleugnete. Vers 66. Petrus war unten im Hof. Und da kam eine von den Mägden des Hohenpriesters. Und als sie Petrus sah, wie er sich wärmte, da schaute sie ihn an und sprach, und du warst doch auch mit dem Jesus von Nazareth. Er leugnete aber und sprach, ich weiß nicht und verstehe nicht, was du sagst. Nun, denken Sie sich einmal in die Situation hinein, Sie wären jetzt dieser Petrus gewesen, wie hätten Sie darauf reagiert? Petrus wusste, es würde etwas Schreckliches mit Jesus geschehen. Er wollte sich gleichwohl nicht total entfernen, aber er war nicht kräftig genug, nicht stark genug, für Christus einzustehen. Wären Sie stark genug gewesen? Sie meinen vielleicht wie der Petrus, oh ja, wenn mir das passiert wäre, ich wäre sicherlich für Christus eingestanden. Meinen Sie? Meinen Sie wirklich? Lesen wir weiter. Und er ging hinaus in den Vorhof und der Hahn krähte. Nun, jetzt hätte etwas im Gehirn des Petrus klicken sollen, aber es klickte noch nicht so recht. Denn es heißt hier dann in Vers 69, und die Magd sah ihn an und fing abermals an, denen zu sagen, die dabei standen, das ist einer von denen. Und er leugnete abermals. Und nach einer kleinen Weile sprachen die, die dabei standen, abermals zu Petrus, wahrhaftig, du bist einer von denen, denn du bist auch ein Galiläer. Und er fing an, sich zu verfluchen und zu schwören. Ich kenne den Menschen nicht, von dem ihr redet. Und alsbald krähte der Hahn zum zweiten Mal. Und da gedachte Petrus an das Wort, das Jesus zu ihm gesagt hatte. Ehe der Hahn zweimal kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und er fing an zu weinen. Markus verschweigt dies nicht. Petrus, durch den Mund des Markus, verschweigt dies nicht. Er macht deutlich, wie schwach wir sind, wenn wir auf uns allein gestellt sind, wenn wir die Kraft, die Hilfe Gottes nicht haben, nicht in Anspruch nehmen wollen. Er zeigt aber auch, wie kräftig und wie stark wir sein können, wenn wir uns der Hilfe Gottes bewusst werden und sie annehmen. Aber es muss eine Gesinnesänderung erfolgen. Wir müssen wahrlich bereuen, darüber weinen, wie Petrus es hier tat, über die Dinge, die wir getan haben, die nicht göttlich waren, die keineswegs in irgendeiner Form zu rechtfertigen sind. Lesen wir Kapitel 16. Markus Kapitel 16 und Vers 7. Hier erscheint Christus nach seiner Auferstehung den Frauen. Und schauen wir uns an, was er den Frauen sagt. In Vers 7. Geht aber hin und sagt seinen Jüngern und Petrus, dass er für euch hingehen wird nach Galiläa und dort werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat. Wiederum ging es hier darum, dass Petrus diese Botschaft erhalten sollte. Vers 10 in Markus Kapitel 16. Und sie gingen hin. Oder jetzt gingen sie hin. Jetzt war das die Maria Magdalena, der eben auch Christus erschien. Und sie gingen hin und verkündete es denen, die mit ihm gewesen waren und Leid trugen und weinten. Und als diese es hörten, dass er lebe und er sei ihr erschienen, da glaubten sie es nicht. Also hier war auch Petrus, einer von denen, obwohl Christus so häufig gesagt hatte, dass er sterben würde, dass er auferweckt werden würde, dass er wieder leben würde, dass er sogar zurückkommen würde als der Messias, um das Reich Gottes zu errichten. Petrus war ja einer von denen, die gefragt hatten, was wird geschehen? Was werden die Zeichen sein, wenn du zurückkommst? Sie glaubten nicht, dass Christus auferweckt
worden war von den Toten. Wie viele heute, die sich zum Christentum bekennen, glauben wirklich an diese Geschehnisse? Glauben wirklich daran, dass zum Beispiel Jesus Christus gelebt hat, als Gott gelebt hat, bevor er ein Mensch wurde? Dass die Jungfrau Maria ihn auf die Kraft des Heiligen Geistes hin geboren hat? Und natürlich die Tatsache, dass er wirklich gestorben ist, dass er 3 Tage, 3 Nächte tot im Grabe war, dass er auferweckt worden ist von den Toten, wie er gesagt hat. Wie viele glauben das heute? Nur die Jünger damals glaubten es nicht. Die glaubten nicht, dass so etwas möglich wäre. Und so lesen wir weiter in Vers 12. Und danach offenbarte er sich in anderer Gestalt, zweien von denen unterwegs, als sie über Land gingen. Auch hier ging es um diese Jünger, die nach Emmaus gingen, und Christus erschien denen. Und erst als er dann das Brot nahm, da erkannten sie ihn und dann verschwand er vor ihren Augen. Und dann gingen sie hin und haben davon berichtet, dass dies geschehen war. Vers 13. Und sie gingen auch hin und verkündeten es den anderen, aber auch denen glaubten sie nicht. Inklusive Petrus. Auch denen glaubten sie nicht. Zuletzt, Vers 14, als die 11 zu Tisch saßen, denn der Judas, der war ja mittlerweile gestorben, der hatte ja Christus verraten, hat sich dann aufgehängt, es waren sie noch 11, als die zu Tisch saßen, da offenbarte er sich ihnen und schalt ihren Unglauben und ihres Herzens Härte. Ihr Herz war nach wie vor verhärtet. Sie hatten nach wie vor noch nicht das Verständnis Gottes erlangt. Sie hatten noch nicht den Heiligen Geist erlangt. Er schalt aber ihren Unglauben und ihres Herzens Härte, denn die hätten durchaus schon glauben sollen, dass sie nicht geglaubt hatten denen, die ihn gesehen hatten als Auferstandenen. Auch dies berichtet Markus. Auch dies lässt Petrus den Markus niederschreiben. Und dann in Vers 20, die Wende. Nachdem alles dies jetzt erst einmal geschehen ist, dann würden sie den Heiligen Geist erhalten. Dann würden sie die Kraft erhalten, wie Christus ja auch sagte, ihr sollt meine Zeugen sein, bis hin zum Ende der Erde. Er sagte in Matthäus 28, dass ihr bis ans Ende der Welt, des gegenwärtigen Zeitalters hindurch, das Evangelium verkündigen sollt. Ein Auftrag an die Kirche. Vers 20 in Markus 16. Sie aber zogen aus, und sie predigten an allen Orten. Und der Herr wirkte mit ihnen und bekräftigte das Wort durch die mitfolgenden Zeichen. Jetzt geschah die Wende. Jetzt war es Petrus und die anderen Apostel, die nun auszogen, um das Evangelium zu verkündigen. Alles dies und noch viel mehr wird im Markus-Evangelium niedergeschrieben. Der Markus, der hätte ganz anders reagieren können, wenn er so reagiert hätte, wie heute vielleicht viele reagieren würden. Wenn er gesagt hätte, also wenn der Paulus nichts mehr von mir wissen will, dann will ich von denen auch nichts mehr wissen. Nein, er sah auf die Zukunft. Er sah, dass es weitaus wichtiger ist, sich auf Gott zu berufen, sich auf Gott zu verlassen, als auf Menschen, die hin und wieder fehlerhaft handeln können und werden. Und das müssen auch wir lernen. Wenn wir uns in Enttäuschung befinden, wenn wir von anderen enttäuscht worden sind, wenn wir entmutigt sind, wenn wir vielleicht von anderen etwas erwartet haben, was wir nicht erlangen, konzentrieren wir uns nicht auf die anderen. Konzentrieren wir uns auf Gott und auf uns selbst und auf unser Verhältnis zu ihm. Und Gott wird uns niemals verlassen oder versäumen. Und bei ihm ist nichts unmöglich. Und er wird uns Kraft geben, viel mehr, als wir es jemals von Menschen erwarten könnten. Das ist die Lehre, die wir aus dem Beispiel des Markus und seines Evangeliums ziehen sollten. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ihr Norbert Link für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Thank you.